Welchen Einfluss hat das jetzt auf das Problem, wenn es von Kindheit an ist? Ist schon sehr lange. Wird das Problem dadurch kleiner oder größer? Größer, oder? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen. Wenn jemand plötzlich Probleme hat, körperlicher Art, die seit 3 Wochen auftreten, dann denkt man, okay, kriegen wir gelöst. Wenn sie auch schon seit 30 Jahren da sind, man hat schon alles möglich probiert, dann ist da die Hoffnung, dass es eine Lösung gibt, viel kleiner. Es gibt auch in unserem Leben Dinge, die ab und zu mal auftreten, plötzlich, und dann merkt man, oh, das mit Gottes Hilfe werde ich das überwinden. Und dann gibt es Dinge, die plagen uns schon seit unserer Kindheit. Und Jesus scheint, also ich habe den Eindruck, dass Jesus hier quasi erstmal allen, die umstehen sind, deutlich machen möchte, wie groß das Problem eigentlich ist. Das Problem ist nicht nur der jetzige Anfall, das Problem ist, dieser Junge hat das schon seit Jahren, seit vielen, man weiß ja nicht, wie alt er ist, aber seit vielen, vielen Jahren. Und ihr wisst, es gibt ähnliche Fälle, wo Jesus bewusst Menschen heilt, die sehr lange schon krank sind. Fallen euch dann noch andere Leute ein, die über viele Jahre ihre Krankheitsprobleme hatten? Die blutflüssige Frau, genau, wie lange war die krank? 12 Jahre. Überlegt mal, 12 Jahre, das ist von seit, ja, genau. Ja, im Reich Bethesda, 38 Jahre. Länger als ich am Leben bin. 38 Jahre lang war der krank. Und Jesus heilt ihn. Da gibt es viele, viele Beispiele. Und wir müssen uns die Frage stellen, haben wir den Glauben, dass Jesus auch langwierige Probleme lösen kann? Probleme, die uns schon seit Jahrzehnten plagen. Und jetzt fängt also der Vater an zu erzählen. Schaut mal, er sagt von Kindheit an. Und wer mag mal Vers 22 lesen? Ganz genau. Also erzählt jetzt quasi Beispiele, sagt, schau mal, das ist passiert und das ist passiert, und man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob das hier eine kondensierte Version ist. Also der Vater erzählt so Geschichten, es ist schon das passiert, ja, und das ist ja offensichtlich gefährlich. Was will der Dämon also mit dem Jungen machen? Der will ihn töten. Ja? Der Dämon will ihn töten. Und jetzt beschreibt Ellen White was Interessantes, weil, schaut mal, das ist ja nicht ganz organisch, oder? Er sagt, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst. Merkt ihr, dass da quasi das so sich ändert, der Ton? Ellen White sagt, der Vater, der konnte nicht mehr erzählen. Er konnte es nicht mehr ertragen, seinen Sohn so leiden zu sehen und jetzt quasi so die Geschichte zu erzählen, was alles schon passiert ist. Er bricht das quasi ab, weil er sagt, ich brauche jetzt Hilfe, ja? Und was fällt euch an den Worten auf, wenn du etwas kannst? Doch wenn du etwas kannst. Also auf jeden Fall ist es Verzweiflung, oder? Er will nicht mehr länger. Er fragt, was fällt euch an den Worten auf? Doch wenn du etwas kannst. Da ist dieser Zweifel, ja, dieses wenn. Ja, kennen wir von wenn du Gottes Sohn bist. Ja, es ist ein Stück Zweifel dabei. Wenn du etwas kannst. Es gibt einen anderen Menschen in den Evangelien, der hatte eine ähnliche und doch anders gelagerte Frage gestellt. Schaut mal mit mir in Markus Kapitel 1 und dort ab Vers 40. Auch eine ähnliche, aber anders gelagerte Frage. Die Frage hier ist, wenn du kannst. Ja? In Markus 1, Vers 40, wen haben wir dort? Wer spricht dort zu Jesus? Ein Aussätziger. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm nieder auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst. Und wie geht es dann weiter? Kannst du mich reinigen? Was ist dessen Frage oder Problem? Hat der den Zweifel, ob Jesus es schafft? Nein. Was ist dessen Frage? Willst du das? Ja, bist du gut genug, um deine Macht für mich in Anspruch? Also hast du den Willen, deine vorhandene Macht für mich einzusetzen? Ja? Also der hat die Frage,
willst du, ich weiß genau, du kannst es, aber willst du es auch für mich tun? Ja? Das ist die Frage des Aussätzigen, ja? Weil er sieht ja, was die anderen tun können. Aber der hat jetzt hier eine andere Frage. Er denkt wahrscheinlich eher so, du willst wahrscheinlich, aber kannst du auch? Ja? Kannst du auch, das ist interessant. Ja? Wir können in eine der beiden Extreme fallen, wenn es um Gott geht. Entweder wir können denken, Gott ist allmächtig, ja, er kann alles, aber mag er mich? Will er wirklich das Gute für mich? Oder wir können vielleicht denken, ja, Gott ist schon die Liebe, Gott will das Beste, aber schafft das auch in meinem Leben? Ja, kann er es auch? Ja, das sind also verschiedene Fragen, die letztendlich auch für uns ganz praktisch oft eine Bedeutung haben. Und da fällt noch was auf in Markus 9. Schaut mal, also einmal diese Frage, wenn du etwas kannst, ja, also er zweifelt nicht an dem Willen Jesu, er zweifelt an seiner Macht, an seiner Göttlichkeit sozusagen, an dem Können, weil, und warum zweifelt er? Warum hat er schon einen Zweifel jetzt? Die Jünger, genau, also das Versagen der Jünger, der Unglaube der Jünger, das Versagen der Jünger hat sozusagen jetzt Folgen, wie dieser Mensch Jesus sieht. Wenn wir versagen durch Unglauben, hat das auch Folgen, wie andere Menschen Gott sehen, was Gott kann oder nicht kann. Ja, das hat eine Auswirkung darauf, wie Gott wahrgenommen wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Glauben leben, als Gläubige, im Glauben leben und auch im Glauben handeln, damit die Menschen auch erkennen, wie Gott wirklich ist. Ja, dass er will und kann. Das ist mich beides wichtig. Ja, er möchte uns retten und er kann uns retten. Nun, schauen wir mal weiter. Schaut nochmal in Vers 22. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über, was würde man normalerweise erwarten für ein Personalpronomen hier? Erbarme dich über, mich, ja, also was wäre wahrscheinlich eigentlich das Normalste, was ein Vater sagen würde? Erbarme dich über ihn, erbarme dich über ihn. Aber er sagt nicht, erbarme dich über ihn, er sagt, erbarme dich über uns. Was heißt das über den Vater, wenn er sagt, erbarme dich über uns? Er sagt nicht, erbarme dich über ihn, er sagt, erbarme dich über uns. Was sagt euch das über den Vater? Ja, seine Familie, genau. Ja, er braucht auch Hilfe. Er identifiziert sich mit dem Leiden seines Sohnes. Ja, es ist nicht das Problem seines Sohnes. Das Problem seines Sohnes ist auch das Problem von ihm. Das ist ein bisschen so ähnlich. Vielleicht erinnert euch die syrophönizische Frau, die sagt, Jesus, hilf mir. Ja, obwohl es gar nicht sie das Problem hat, sondern ihre Tochter. Ja. Beispiel dafür, wie Eltern quasi das Problem ihrer Kinder zu ihrem eigenen Problem machen. So, also der Vater sagt, wenn du etwas kannst, ja, erbarme dich über uns und hilf uns. Jetzt schaut mal in Vers 23 die Antwort von Jesus. Die ist spektakulär. Was ist die Antwort von Jesus? Genau, also der Vater fragt, wenn du etwas kannst. Ja? Und was sagt Jesus als Antwort? Wenn du glauben kannst. Kannst du glauben. Ja? Also der Vater stellt die Frage, kannst du heilen? Und Jesus stellt quasi die Umkehrfrage, kannst du glauben? Weil wenn du glauben kannst, was ist dann? Genau. Jetzt, im Griechischen ist das ein Wortspiel, das kann man im Deutschen gar nicht so tief wiedergeben. Weil dieses alles ist möglich, heißt eigentlich am allerbesten übersetzt, also wenn du glauben kannst, dann kann alles sein. Ja, also dieses Können und Können. Wenn du glauben kannst, können alle Dinge sein. Und zwar für den, der glaubt. Ja? Alles kann sein. Also der Vater fragt, kannst du ihn retten? Jesus sagt, wenn du glauben kannst, kann alles sein. Das ist eigentlich so die beste Übersetzung. Also die Antwort von Jesus ist explizit auf diesen Zweifel bezogen. Also Jesus ignoriert den nicht, sondern geht darauf ein und sagt, du, es gibt eine Lösung für das, was du nicht verstehst. Es gibt eine Lösung, mit Glauben kann alles gelingen. Schauen wir mal ein paar Beispiele an. In 2. Chronik 20 und dort Vers 20, das kennt ihr vielleicht. 2. Chronik 20 und dort Vers 20, was sagt die Bibel? 2. Chronik 20, Vers 20, das ist die Geschichte mit Josaphat, ja, der mit den Sängern in den Krieg zieht. Und dann heißt es hier in Vers 20, und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, was sollen sie tun?
Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Wenn du glauben kannst, kann alles sein. Dann kann auch alles, kann Gott alles tun für dich. Der Glaube ist das entscheidende, der entscheidende Moment, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Ja? Wer glaubt, für den kann Gott wirken. Ihr erinnert euch an Abraham, es heißt, und er glaubte dem Herrn und der rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Der Glaube ist der Schlüssel. Ihr erinnert euch daran, dass Jesus ja gesagt hat, oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Ja? Warum waren die Israeliten nicht in Kadesh Barnea über die Grenze gegangen? Was fehlte ihnen? Glaube. Sie hatten ihm nicht geglaubt. Sie hat nicht geglaubt, dass Gott ihnen den Sieg schenken kann. Wenn wir nicht glauben, schaut mal, das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht glauben, dass Gott mir den Sieg über diese Versuchung schenken kann, werde ich auch keinen Sieg haben. Wenn ich nicht glaube, dass Gott mir diese Sünde vergeben hat, dann werde ich auch die Vergebung nie erleben. Wenn ich nicht glaube, dass Gott meine Zukunft führen möchte, dann werde ich es auch nicht erleben. Ich muss glauben und wenn ich glaube, dann kann Gott wirken. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Was sagt die Bibel? Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6 sagt nämlich, denn wer zu Gott kommt, muss, genau, zwei Dinge. Er muss glauben, dass Gott ist, das heißt, dass er existiert und, genau, dass er denen Gutes tun möchte, dass er ein Belohner derer ist. Schaut mal, wie es heißt hier in der Schlachter, in Hebräer 11, genau, nicht, dass ich falsch zitieren. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also einmal die Existenz Gottes, aber auch, dass er etwas tun kann für sie. Was nützt es, wenn ich glaube, dass Gott existiert, aber er greift nicht ein? Was nützt es, wenn ich glaube, dass Gott existiert, aber er will mir nicht helfen? Ja, ich muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Nur wenn wir auch glauben, dass Gott uns Gutes tun möchte und tun wird, können wir das Gute erhalten. Das ist sozusagen der Punkt. Und eigentlich sind all die Geschichten im Alten und Neuen Testament immer wieder Lektionen, um uns deutlich zu machen, du musst glauben. Ob Abraham, Isaac, Jakob, Israeliten, es geht immer um den Glauben. Und es geht eigentlich immer, dreht es sich um dieselbe Sache. Die Heilung von Jesus waren immer an dieses Thema des Glaubens gebunden. Ne? Wer Glauben hatte, um geheilt zu werden, wurde geheilt. Das heißt sogar später, schaut mal in Apostelgeschichte 14 und dort Vers 9, Apostelgeschichte 14 und dort Vers 9, dass Paulus in einem Menschen, der war nicht mal ein Jude oder Israelit oder Christ, diesen Glauben sah. Schaut mal in Apostelgeschichte 14, Vers 9. Apostelgeschichte 14, Vers 9. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Ja? Das ist also ein Thema, das durch die ganze Bibel hindurch sich zieht. Und jetzt hat also Jesus ihm deutlich gesagt, und er weiß ja schon, was kommt, das, was du brauchst, die einzige Bedingung ist was? Glaube. Denn was sagt Johannes 3, Vers 16? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ihr wisst, jede Heilung war eine Illustration des Evangeliums. Die einzige Bedingung für die Heilung ist Glaube. Die einzige Bedingung für das ewige Leben ist Glaube. Das weiß jetzt der Vater. Er hat nur ein Problem. Was ist sein Problem? Schaut mal in Vers 24. Markus 9, Vers 24. Was ist das Problem des Vaters? Er weiß jetzt, ich muss glauben, dann wird ihm geheilt. Dann wird er geheilt. Was ist sein Problem? Vers 24. Und sogleich rief der Vater, das kam übrigens, wer schreibt dieses Evangelium? Markus, ne, Markus, ihr kennt nicht, war sogleich, ja. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen, weil er weiß, ich habe ein Problem. Was sagt er? Er sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt, dass ihr festgestellt habt, ich brauche dazu Glauben? Und ich will auch Glauben irgendwie haben, aber irgendwie habe ich gar nicht so viel Glauben, wie ich eigentlich haben möchte. Kennt ihr das? Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Dass man theoretisch weiß aus dem Wort Gottes, ich brauche einfach nur Glauben haben, dann ist das okay. Aber ich kann in meinem Herzen gar nicht so viel Glauben finden, wie ich eigentlich weiß, dass ich brauche. Was mache ich denn jetzt?
Muss ich jetzt verzweifeln? Und der Vater weiß, das ist eine ganz furchtbare Situation, weil er hat den Glauben nicht, den er doch eigentlich ja braucht. Aber er will glauben und kann irgendwie nicht. Und er sagt jetzt, er macht etwas ganz Tolles. Was macht er? Was sagt er? Ich kann leider nicht glauben, deswegen nehme ich den Jungen wieder mit und gehe. Was sagt er? Er sagt, hilf mir von meinem Unglauben. Er sagt mit anderen Worten, ich weiß, dass ich Glauben brauche, aber ich habe ihn noch nicht, aber trotzdem frage dich, ja, worum bittet er ihn dann also? Er bittet ihn, gib du mir den Glauben, den ich brauche, damit du wirken kannst. Gib mir den Glauben, den ich brauche. Das Wollen, das Vollbringen. Und Ellen White sagt etwas Wunderschönes. Sie sagt Folgendes. Sie sagt, wo ich es finde. Sie sagt Folgendes. Schau, es ist der Glaube, der uns mit dem Himmel verbindet und uns Kraft gibt, mit den Mächten der Finsternis fertig zu werden. In Christus hat Gott die Mittel bereitgestellt, um jeden sündigen Zug in unserem Charakter zu unterdrücken und jeder Versuchung zu widerstehen, egal wie stark. Das ist krass, oder? Aber viele fühlen, dass sie Glauben mangelt, dass ihnen Glauben mangelt. Und deswegen bleiben sie von Christus entfernt. Also Gott hat alles bereitgestellt, aber viele haben das Gefühl, mir fehlt der Glaube und deswegen kommen sie nicht zu Christus. Und wahrscheinlich haben wir alle schon in unserem Leben das erlebt, oder? Diese Seelen sollten in ihrer hilflosen Unwürdigkeit sich auf die Gnade ihres mitfühlenden Erlösers werfen. So wie der Mann hier. Schau nicht auf dich selbst, sondern zu wem? Zu Christus. Er, der den Kranken heilte und Dämonen austrieb, als er unter den Menschen wandelte, ist noch heute derselbe mächtige Erlöser. Glaube kommt durch das Wort Gottes, dann ergreife seine Verheißung. Der zu mir kommt, werde ich in keiner Weise hinauswerfen. Wirf dich zu den Füßen Jesu mit dem Schrei, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Weißt du, was sie jetzt sagt? Nächster Satz. Du kannst niemals verloren gehen, wenn du das tust. Niemals. Das ist doch unglaublich, oder? Sie sagt, wenn wir das tun, was dieser Vater getan hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß ja selbst, dass ich nicht so glaube, wie ich müsste. Hilf mir, sagt sie, können wir nicht verloren gehen. Wir gehen nur verloren, wenn wir sagen, ich habe nicht genug Glauben, ich komme später wieder. Wir können nicht verloren gehen, wenn wir uns zu ihm werfen. Übrigens, der Mann bittet Jesus mit Tränen und lautem Rufen. Kennt ihr noch jemanden in der Bibel, der mit lautem Rufen und mit Tränen gebetet hat? Jesus selbst, denn Hebräer 5, Vers 7 sagt, dass er in den Tagen seines Fleisches mit lautem Rufen und mit Tränen seine Bitten vorgebracht hat, oder? Als dieser Vater schreit und weint und sagt, hilf mir, hat Jesus genau mit ihm mitfühlen können. Denn Jesus hatte ja gerade erst auch auf dem Berg gebetet und vielleicht auch mit Tränen. Nun, Jesus hat zwar keinen Unglauben, ja, oder kein Problem mit dem Glauben, aber trotzdem kann er mit ihm mitfühlen. Er weiß, wie es ist. Dieser Mann ist so verzweifelt wegen seinem Sohn, oder? Und er bittet Gott, dass er ihn heilt. Und Jesus, hat er auch ein Problem? Jesus hat eine ganze Menschheit, die ihm eigentlich gehört, und die sind alle vom Satan gefangen genommen. So wie dieser Junge vom Satan gefangen ist und der gar nicht eigentlich sein Potenzial ausschöpfen kann und der Satan versucht, diesen Jungen zu töten, so versucht der Satan, die ganze Menschheit umzubringen, die ganze Menschheit ins Verderben zu bringen. Und Jesus hat Tag und oft auch Nächte lang gebetet mit Schreien und Tränen zum Vater. Rette diese Menschheit. Nicht wahr? Das heißt, Jesus kann sich mit diesem Vater identifizieren.
Und ich finde das sehr berührend irgendwie. Der Vater möchte glauben, er kann den Glauben nicht selbst produzieren. Was sagt die Bibel? In Hebräer 12, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen, hört mir gut zu, wir müssen keinen eigenen Glauben haben, um zu Jesus zu kommen. Aller echter Glaube kommt sowieso von Jesus. Wir müssen nur sehen, wir haben ein Problem und Jesus kann uns helfen. Das ist alles, was wir brauchen. Was sagt Jesus in der Gemeinde Laodicea? Was bietet er an? Er sagt, kauft von mir Gold, das im Feuer geläutert ist. Und wofür steht dieses Gold? Das Gold steht für Glauben. Glauben, das, Glaube und Liebe, nicht wahr? Er bietet es uns ja an, weil wir es gar nicht haben. Wir können es nur von ihm bekommen. Aber wir müssen erkennen, dass wir es brauchen. Das Problem von Laodicea ist, sie denken, sie haben schon. Sie denken, wir glauben schon, ja, und deswegen bekommen sie nicht das, was dieser Vater hier bekommen hat. Er hat Glauben bekommen, sozusagen, ja. Jesus bietet mir und dir Glauben an. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen nicht Glaubenshelden sein, um Jesus zu beeindrucken. Wir müssen einfach nur zu Jesus kommen und sagen, wir können ehrlich sagen, mir fehlt noch der Glaube, den ich eigentlich brauche, den brauche ich von dir. Und dann gibt Jesus uns den Glauben. Und dann haben wir den Glauben, dann kann er auch die Dinge tun für uns. Schaut mal mit mir in Vers 26. Wer möchte Vers 26 lesen? Vers 25, Entschuldigung. Vers 25, Markus 9, Vers 25. Also, was fällt euch auf an diesem Vers? Das ist auch ein ganz toller Vers. Was fällt euch daran auf? An den Worten von Jesus. Was fällt euch auf? Fällt euch irgendwas auf? Irgendwas Besonderes? Wen spricht er an? Einen Geist. Und wie nennt er den Geist? Er nennt ihn einen sprachlosen und Taubengeist. Und das ist interessant, nicht wahr? Weil dieser taube Geist, der gar nicht hören kann, der hört auch das Wort von Jesus und wird ihn gleich verlassen. Ja? Der hat sich vielleicht vor Menschenohren taub gestellt, aber Gottes Wort durchdringt selbst die Taubheit eines tauben Geistes sozusagen. Ja? Das andere ist, er sagt nicht nur, fahre von ihm aus, sondern was sagt er noch? Also, und sagt, fahre nicht mehr in ihn hinein. Das ist interessant. Er heilt ihn nicht nur von der Krankheit und von der Besessenheit, sondern er gebietet auch, dass der Dämon nicht wieder zurückkommen kann. Jesus möchte uns nicht nur heilen von unseren Sünden, er möchte uns auch bewahren, dass die nicht wieder zurückkommen. Denn ihr kennt ja, ihr wisst ja, was Jesus sagt. Ja, wenn ein Mensch von einem Dämon gereinigt ist und dann aber nichts anderes da hineinkommt, dann kommt der Dämon irgendwann wieder mit 7 anderen, ja, also die noch schlimmer sind als er. Aber Jesus möchte uns nicht nur helfen, er möchte uns dann auch, wenn uns geholfen worden ist, bewahren. Jetzt, nicht, dass wir uns falsch verstehen, das bedeutet nicht einmal gerettet, immer gerettet, oder? Das ist nicht der Punkt. Aber es bedeutet, dass Jesus die Kraft hat, uns zu befreien. Er hat auch die Kraft, dass wir nicht mehr fallen müssen. Er hat die Kraft, dass er uns bewahren kann. Deswegen sagt Jesus, wenn du Glauben hast, ist wie viel möglich? Alles. Wenn du Glauben hast, ist es nicht nur möglich, dass Gott dir die Sünde vergibt, es ist auch möglich, dass er dich vor der Sünde bewahrt. Ja? Manchmal haben wir noch genügend Glauben zu glauben, dass er uns die Sünde vergibt, aber wir haben nicht genügend Glauben, dass er uns die Sünde auch vor der Sünde bewahrt, ja? Dass er uns den Sieg schenkt über die Sünde, dass wir gar nichts erst tun müssen. Das war das Problem der Israeliten. Die haben nicht geglaubt, die haben zwar geglaubt, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, aber sie haben nicht geglaubt, dass Gott ihnen den Sieg schenken kann über die kommenden Probleme. Und deswegen wollten sie nicht hinein. Und das ist das Problem. Schauen wir in Vers 26. Gibt der Satan kampflos auf? Wer mag lesen? Markus 9, Vers 26. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Ganz genau. Also, gibt der Satan kampflos auf? Nein, er zieht mal alle Register und zerrt ihn und dann liegt er und dann ist der Geist weg, aber das Kind liegt da und was denken die Leute? Ist tot, alles vorbei. Die Erlösung durch Jesus ist nicht immer gleich evident. Vielleicht erinnert euch, als der Mose nach Ägypten zurückkommt, ja, um das Volk zu retten. Ja, und er geht zum Pharao und sagt, so spricht der Herr, ja, Israel ist mein erstgeborener Sohn, lass meinen Sohn ziehen. Was macht der Pharao?
Sagt der Pharao, okay, ja, geh. Was macht der Pharao? Er sagt, was soll ich tun? Ich werde euch noch mehr Lasten geben. Und dann beschwert sich das Volk und sagt, hey, du hast gesagt, du befreist uns, in Wirklichkeit sind wir jetzt schlimmer als vorher. Und selbst Mose sagt dann in 2. Mose 5 ist es, glaube ich, man sagt, Herr, du hast, es geht uns noch schlimmer, du hast gesagt, dass du uns retten willst, du hast gar nichts gemacht, ja. Aber Gott macht natürlich keinen Fehler, er weiß, es gibt noch 10 Plagen und dann ist das größte Wunder aller Zeiten, ja. Die ganzen Ägypter werden im Meer schwimmen, tot. Aber manchmal brauchen wir einen Moment Geduld, ja. Diesem Kampf zwischen Gut und Böse geht nicht immer so schnell, wie wir das vielleicht denken oder Gott hat noch andere Pläne. Aber dann ist die Erlösung umso klarer und umso mächtiger. Und dann schauen wir in Vers 27, Markus 9, Vers 27. Genau, also kein Problem, ja, die Leute waren zu früh wieder ungläubig. Er nimmt sie bei der Hand und richtet sie auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor etlicher Zeit haben wir das mal behandelt. Es gibt auch andere Geschichten, wo Jesus jemand bei der Hand nimmt und aufrichtet. Vielleicht zum Beispiel kennt ihr die Geschichte von der Schwiegermutter von Petrus, die auch krank war mit Fieber und die hat er auch mit der Hand aufgenommen. Oder auch die Tochter des Jairus, ja, die nimmt er auch bei der Hand und richtet sie auf. Und dann schauen wir einen Parallelbericht in Matthäus 8. 10, Matthäus 17 ist das. Matthäus 17, Vers 18. All das, was wir gerade studiert haben, das ist nur bei Markus. Ja? Matthäus und Lukas erwähnen das gar nicht mit diesem ganzen, dieser Bitte des Vaters unter Tränen, hilf meinem Unglauben, ist nur bei Markus. Und deswegen ist es auch so wertvoll, dieser Bericht bei Markus hier an dieser Stelle. Aber schauen wir, was jetzt Matthäus sagt in Matthäus 7, Vers 18. Wer mag mal lesen? 17, Vers 18. Genau, Matthäus 17, Vers 18. Hat jemand? Genau, wann kommt die Heilung? Gleich danach, von jener Stunde. Er sah zwar erst tot aus, ja, es war dieser Moment, wo man gedacht hat, ja, was ist jetzt, aber er war gesund. Und übrigens, das sagt die Bibel bei vielen Geschichten, ja, von jener Stunde an. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem königlichen Beamten Johannes 4, der extra kommt und dann, als er auf dem Rückweg erfährt, zu welcher Stunde ist er geheilt worden, genau zur Stunde, wo er gebeten hat. Oder an die blutflüssige Frau, da heißt es von jener Stunde. Sie war 12 Jahre lang krank, aber von jener Stunde, als sie ihn berührt hat, war sie geheilt. Oder die Tochter der syrophönizischen Frau, heißt es auch von jener Stunde an. Und dann schauen wir noch in Lukas 9. Und dort Vers 42 haben wir noch den anderen Parallelbericht in Lukas 9. Und dort Vers 42 gibt es noch ein kleines Detail. Lukas 9, Vers 42. Genau, er gibt ihm wieder den Vater. Und kennt ihr da eine alttestamentliche Geschichte, die auch so ähnlich ist, wo dann ein Kind gesund gemacht wird und dann wird es wieder bei Elisa, genau, wo Gehasi das nicht konnte und dann macht Elisa ihn gesund und dann gibt er ihn der Mutter wieder zurück. Und auch bei Elia, bei der Witwe von Zapat, genau das Gleiche. Er war tot, wird auferweckt und dann gibt er ihm der Mutter zurück. Und beim Jüngling von Nain ist das auch so. Was ist die Reaktion? Schaut man Lukas 9, 43. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes, ja, das ist so die typische Reaktion, die man immer findet. Ja, alle sind außer sich. Ja. Sie erstaunen. Aber jetzt denk mal drüber nach, was das für die drei Jünger bedeutet hat, die mit Jesus auf dem Verklärungsberg gewesen sind. Die hatten in der Nacht, wie hatten sie Jesus gesehen? Sie hatten Jesus gesehen, wie eigentlich er Gott ist. Sie hatten also die Menschheit sozusagen verbunden mit der Gottheit gesehen, ja? Oben auf dem Berg. Und dann waren sie vom Berg heruntergekommen ins Tal. Und was haben sie dort gesehen? Einen Menschen, der von Satan besessen ist. Ellen White sagt, das war ein extremes Beispiel von Herrlichkeit und Verdammnis sozusagen oder von Demütigung. Ja? Ein extrem starker Kontrast. Aber was interessant war, Jesus war von dort oben vom Berg der Herrlichkeit herabgestiegen, um diesen von Satan besessenen Menschen zu heilen. Und das war ein Bild natürlich für was? Für den Erlösungsplan, nämlich dass Jesus, der Gott ist, Mensch wurde, ja, den Himmel verließ, wo nämlich Mose und Elia sind. Ja, das hat er verlassen
und den Vater, ja, verlassen, um auf die Erde zu gehen, wo die Menschen sich streiten, wo die Gemeinde nicht richtig was kann, ja, nicht wirklich glaubt, alle mehr oder weniger ungläubig sind, die einen so theoretisch, die anderen praktisch, um Menschen zu retten. Das war eigentlich der ganze, in diesen wenigen Stunden hat man den gesamten Erlösungsplan eigentlich einmal so vor Augen. Ja. Und das war natürlich für die Jünger ganz interessant. Und das war natürlich für die Jünger auch deswegen wichtig, weil sie gesehen haben, die drei, es reicht nicht aus, nur mit Jesus, mit Gott alleine Zeit zu verbringen und zu beten und so tolle Momente der Erleuchtung zu haben. Man muss auch wieder zurück in den Alltag. Man muss zurück da, wo die Probleme sind, wo der Streit ist. Man muss versuchen zu helfen. Das war das, was sie betraf. Aber es gibt noch eine letzte Frage, die geklärt werden musste. Und dazu gehen wir zurück zu Markus 9. Markus 9, Vers 28. Eine Frage hatten die Jünger. Und zwar nicht die drei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg waren, sondern die anderen, neun. Was meint ihr, welche Frage hatten die wohl gehabt? Könnt ihr euch vorstellen, welche Frage die gehabt haben? Genau, was ist, also nachdem jetzt alles so gut ausgegangen ist, aber sag uns doch, was ist schiefgelaufen, oder? Schaut mal in Markus 9, Vers 28, dann mag mal lesen. Genau, das machen sie nicht vor der Volksmenge, sondern als sie mit ihm alleine sind. Ja, könnt ihr euch erinnern, wie das bei den Gleichnissen war? Da hat auch Jesus die Gleichnisse gepredigt, aber dann hinterher sind die Jünger zu ihm gekommen und sagen, erklär mal die Gleichnisse. Jesus hat ihnen dann noch mehr erklärt. Und jetzt wollen sie wissen, also, was ist das Problem? Und das Problem wird von Jesus exakt benannt in Matthäus, im Parallelbericht. In Matthäus 17 und dort Vers 20. Matthäus 17, Vers 20. Was ist das Problem? Wow, nichts würde euch ermöglicht sein, das haben wir doch gelesen, oder? Wenn ihr glauben könnt, dann können alle Dinge sein. Jetzt, das Problem war also Unglaube. Ellen White sagt, das Problem war, was haben die wohl gedacht, als Jesus mit drei anderen Jüngern auf den Berg geht? Also am Abend zuvor, als Jesus sie zurücklässt und nur drei mitnimmt, was haben die wohl gedacht? Sie waren eifersüchtig, genau. Die sind nicht so besonders wie die anderen, ja, das ist Elite, ja. Und dann, erinnert euch daran, es war ja noch nicht so lange her, vor wenigen Tagen hatte Jesus ihnen erst erzählt, er würde sterben, ja. Sie würde nach Jerusalem gehen, er würde gekreuzigt werden, sie waren sowieso alle so ein bisschen deprimiert und depressiv, ja. Es war nicht mehr wie bei der Missionsreise, wo sie noch dachten, Jesus wird König und wir werden seine Minister, ja. Sondern Jesus erzählt von Tod und Dingen, die sie nicht verstehen und dann nimmt er noch die mit, ja. Die waren eigentlich so ziemlich entmutigt, deprimiert, so ein bisschen lustlos auch, ja, und haben jetzt quasi dieselbe Aufgabe gemacht wie früher, aber ohne so richtig festen Glauben. Und haben gedacht, naja, wir haben ja schon andere Dämonen ausgetrieben, dann wird es jetzt auch funktionieren, oder? Und es ist völlig schief gegangen. Ellen White sagt, sie waren entmutigt und hatten so persönliche, ja, Traurigkeiten. Und in diesem Zustand der Finsternis hatten sie angefangen, den Konflikt mit Satan jetzt wieder zu tun, ja. Und Ellen White sagt, um in solch einem Konflikt Erfolg haben zu können, braucht man einen völlig anderen Geist. Dazu kommen wir gleich. Also der Zweifel zerstört den Glauben. Und übrigens, was braucht man denn noch außer dem Glauben, der Berge versetzt? Was sagt Paulus? Wenn ich Glauben hätte und Berge versetzen könnte, aber ich hätte die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Das heißt, deswegen bietet Jesus an, Gold, Glaube, das eben Feuer geläutert ist, ja, mit Liebe, ja. Was heißt denn das? Mal ganz ehrlich, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, heißt das, wenn ich nur ein ganz bisschen Glaube habe, dann kann ich Berge versetzen? Was heißt das, einen Glaube zu haben wie ein Senfkorn? Was hat Jesus über das Senfkorn gesagt? Genau, in Matthäus 13, es war ein Gleichnis, das Gleichnis vom Senf. Vom Senfkorn, nicht wahr? Es ist das kleinste, er sagt, es ist das kleinste Same, aber es wird der größte Baum, ein riesiger Strauch. Warum? Ellenwert sagt, das Senfkorn, wenn es in die Erde geht, nimmt alles auf, was es kriegen kann. Jeden Nährstoff, der im Boden ist, nimmt es sofort auf, um wachsen zu können. Und das ist der Punkt.
das Gleichnis wird, also dieser Vers wird immer falsch verstanden. Man denkt immer, naja, die hatten gar keinen Glauben, wenn sie nur ein bisschen Glauben hätten. Ja, dann könnten sie alles. Das stimmt nicht. Wenn sie Glauben hätten wie ein Senfkorn, bezieht sich nicht auf die Kleinigkeit, also die Kleinheit des Senfkorns, sondern die Bereitschaft des Senfkorns, alles aufzunehmen. Aufnehmen, was immer Gott mir gibt. Der Glaube, den wir brauchen, ist nicht klein, sondern ein Glaube, selbst wenn er klein ist, was immer Gott mir sagt, glaube ich. Was immer Gott mir sagt, nehme ich auf. Wann immer er spricht, das nehme ich an. Ja? Und dieser Glaube kann extrem wachsen. Und dieser Glaube, der bereit ist, alles aufzunehmen, was Gott mir sagt, egal von welcher Seite es kommt, dieser Glaube ist in der Lage, dann auch Berge zu versetzen, die wie bei 5. Mose als Riesen daherkommen, ja, und die den Weg zum gelobten Land versperren oder Berge von Schuld oder Berge von Sünde und alles Mögliche, von denen Ellen White sagt, es gibt Berge, die scheinen unüberwindbar. Aber wenn ich diesen Glauben habe, der alles aufnimmt, damit ich wachsen kann und immer weiter wachse und weiter wachse, dann kann ich sie überwinden. Die Bibel sagt, bei Gott ist wie viele Dinge unmöglich? Genau, ich brauche also eine Verbindung mit Gott und dann ist nichts möglich. Und dann sagt er noch, und damit enden wir dann, er sagt in Vers 21, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Habt ihr schon mal gehört, dass Leute sagen, naja, also Dämonenaustreibung, gut und schön, aber es gibt bestimmte Sachen, ja, da sind bestimmte Dämonen, ja, da muss man erst beten und fasten. So als ob es sozusagen bestimmte Arten von Dämonen gibt. Habt ihr schon mal gehört? Ich halte das für falsch. Weil wenn ihr an Gebet und Fasten denkt, wo kommt in der Bibel noch Gebet und Fasten vor? Kennt ihr Stellen, wo gebetet und gefastet wird? Jesus in der Wüste hat gebetet und gefastet, das stimmt. Und er hat den Satan besiegt, oder? Wo wird noch gebetet und gefastet? Es gibt eine ganz berühmte Stelle im Alten Testament, wo jemand betet und fastet. Mose, stimmt, ja. David? Ah, okay, wo das Kind stirbt, ja, und ja, da betet und fastet er, genau. Eine ganz bekannte Stelle ist auch Daniel, oder? In Daniel 9, wo er betet und fastet und die Bibel studiert und seine Sünden bekennt und Gott kann mächtig durch ihn wirken. Ja? Eine andere Stelle ist in der Apostelgeschichte, wo gebetet und gefastet wird und da werden dann Paulus und Barnabas ausgesandt als Missionare. Ja? Die Idee ist nicht, hört gut zu, die Idee ist nicht, manche Wunder geschehen einfach so normal und dann braucht man für besondere Dämonen so besonderes Fasten. Die Idee ist ganz anders. Die Idee ist, wenn ihr solche Dinge tun wollt wie Dämonenaustreibung, diese Art, ja, dann müsst ihr einen Geist der totalen Hingabe haben. Der Dämon, der fliegt ja nicht von dannen, weil ihr 3 Tage nichts gegessen habt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, dieses Gebeten und Fasten soll ausdrücken, es ist mir wirklich ernst. Ich tue das jetzt nicht nur so halbherzig, wie die Jünger gemacht haben. So, naja, ich bin halt Jünger, da muss ich jetzt auch Dämonen austreiben. Ja? Ich bin Gemeindeglied, da muss ich auch mal Missionen machen. Ja? Ich muss mal ein Buch verteilen, ich muss mal zum Hauskreis gehen, ich muss mal eine Sabbatschullektion halten. Nein, da können wir gar nichts erreichen. Der Glaube, der wie ein Senfkorn ist, der gibt sich hin. Der ist, der möchte das Beste für Gott tun. Und wenn wir solchen lebendigen Glauben haben, ganz egal, ob wir jetzt sozusagen lange gefastet haben oder nicht, dieses Gebet und Fasten soll letztendlich ausdrücken, ihr müsst euch wirklich Gott weihen. Nur wenn ihr euch Gott weiht, dann könnt ihr auch das tun, wozu ihr aufberufen seid. Und deswegen sagt sie hier, um einen solchen Konflikt mit Satan bestehen zu können, muss man einen ganz anderen Geist haben. Es kommt nicht auf die Handlung an, es kommt auf den Geist an. Ihr Glaube musste gestärkt werden durch eifriges Gebet und Fasten mit Demütigung des Herzens. Sie mussten ihr Ich aufgeben und gefüllt werden mit dem Geist und der Kraft Gottes. Ernstes, anhaltendes Bitten zu Gott im Glauben. Glaube, der zu völliger Abhängigkeit von Gott führt und unreservierte Weihe für sein Werk. Das allein kann Menschen dazu bringen, dass der Heilige Geist ihnen in der Schlacht gegen die Mächte und Kräfte hilft. Könnt ihr sehen, worum es eigentlich geht? Jesus sagt nicht, ihr konntet das nicht, weil ihr hättet 3 Tage nichts essen müssen. Jesu Punkt ist, nur wenn wir wirklich von Herzen beten, wenn wir von Herzen uns Gott übergeben, was bedeutet es, dass das Essen weniger wichtig ist als unsere Beziehung zu Gott, dann haben wir auch den Glauben, durch den Gott alles wirken kann.
Es geht vielmehr um den Geist, mit dem wir für ihn wirken. Wollen wir Gott bitten, dass er uns solch einen Glauben schenkt? Er hat versprochen, dass er es tun will. Er steht vor der Tür und klopft an. Und mit diesem Glauben können wir, glaube ich, noch viel größere Dinge auch in der heutigen Zeit tun, auch als heutige Gläubige in der heutigen Gemeinde, als wir es uns träumen können, wenn wir Tag für Tag an seiner Hand gehen. Noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen können, dass wir nichts bringen brauchen, damit du uns helfen kannst. Nur unsere Unwürdigkeit, unsere Hilflosigkeit, unsere dringende Bitte, dass du uns aufhilfst und rettest. Herr, wir können keinen Glauben alleine produzieren, der dich dann beeindrucken könnte. Wir können dich nur bitten, dass du uns echten Glauben schenkst. Wir können dich nur bitten, dass du uns dieses Gold, das im Feuer geläutert ist, dass du uns das schenkst. Dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, damit wir nichts haben, womit wir uns rühmen können, sondern alle Ehre dir gebührt. Und danke, Herr, dass du versprochen hast, dass du dann mächtig und gewaltig wirken kannst, dass du uns befreien kannst von jeder Sünde, von jeder schlechten Gewohnheit und uns auch bewahren kannst davor. Herr, diesen Glauben möchten wir heute in Anspruch nehmen und auch morgen in Anspruch nehmen und übermorgen, jeden einzelnen Tag. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.